wie du mich am Abend und am Morgen. Helene ist 17 und verliebt in Heinrich. Die beiden eint ihre Liebe zur Musik, zu Beethoven. Ein Schatten liegt über ihrem Glück. Im Sommer 1914 beginnt der Krieg. Helene will Krankenschwester werden. Jetzt erst recht. Doch sie ist noch keine 18. Auf dem Fragebogen für das Rote Kreuz macht sie sich 2 Jahre älter. Der Zweck heiligt die Mittel. 30. September 1914. Ich komme morgen ins Feld. Vater freut sich, denn er würde am liebsten selbst mit in den Krieg gehen. Ich muss gleich fort. Bis zur Straßenbahn bringt mich Vater noch. Auf dem Weg dorthin vorbei an Heinrichs Wohnung. Es fiel mir bitter schwer. Heinrich kommt zum Dienst auf ein Torpedoboot. Helene kommt an die Westfront. Sie ist eine von gut 100.000 Frauen, die in deutschen Lazaretten Kriegsdienst leisten. Erster Einsatzort: Elsass. Das ehemalige Kloster ist nun ein Lazarett, direkt hinter der Front. Hier gibt es keine Schonfrist. 12. Oktober 1914. Gestern Nacht großer Alarm. Sie bringen Verwundete von vorn. Niemand kann sich ein Bild von den Zuständen machen. Die Verbände sind durchgeblutet, oft verkleistert zu unkenntlichen Maßen. Es stöhnt und wimmert überall. Dabei kommen immer mehr Bahren mit gleicher trauriger Fracht an. Hier gibt es nur eines: helfen. In ihrer freien Zeit schreibt Helene Tagebuch. Auch an dem Tag, an dem sie 18 wird. Die große, so unnahbar scheinende Schwester Ida nimmt mich impulsiv beim Kopf. Ach Kind, schenken wir uns das Du in Kameradschaft, wie die Soldaten. Genug durchgemacht haben wir wohl zusammen. Du bist mit deinen 18 Lenzen Schwester durch und durch. Ein guter Kamerad, Schwester. Erwachsen werden an der Front. Helene kann für die Verwundeten oft nicht mehr tun, als sie beim Sterben zu begleiten. Fleckfieber, Typhus, Cholera. Wer das Schlachtfeld überlebt, dem drohen Seuchen. Für Helene wird der Tod zum täglichen Begleiter. Doch Alltag wird er für sie nie. Unterdessen feiert sich in Berlin das Deutsche Reich. 1. April 1915. Ein patriotischer Umzug mit dem Kaiser, weit weg von der Front. May 1915. Heute Morgen war ein großes Fliegergefecht. 8 feindliche Flugzeuge surrten über unsere Köpfe hinweg und wurden lebhaft unter Feuer genommen. Die Westfront ist rund 700 Kilometer lang. Hier kämpft Deutschland gegen Belgien, Frankreich, Großbritannien und später auch die USA. Ein zermürbender Stellungskrieg, tödlich für Millionen meist junger Männer. 28. Februar 1916. Bei Verdun muss es ziemlich zugegangen sein, denn ununterbrochenes Rollen und Dröhnen liegt in der Luft. Wenn alles still ist, glaubt man, den Boden zittern zu spüren. Ob das nun eine Endanstrengung ist? Helene sorgt sich um Heinrich. 2. Juni 1916. Die Zeitungen sind voll von der Schlacht am Skakerrak. Die Torpedoboote fuhren schneidige Angriffe. Und die Verluste? Heinrich? 3. Juni 1916. Heinrich lebt und ist gesund. In aller Eile schreibt er einige Zeilen von See. Im Februar 1917 wird Helene erneut versetzt. Bei minus 30 Grad reist sie 5 Tage bis nach Litauen, an die Ostfront. Das Baltikum gehört zum russischen Zarenreich, ist von den Deutschen besetzt und umkämpft. Das Elend ist unbeschreiblich. Die sich täglich häufenden Kranken mit erfrorenen Gliedern, im schreienden Gegensatz dazu die von Flammenwerfern verbrannten Leute. Hitze wie Kälte macht Menschenfleisch zu schwarzer Masse. Die neue Sowjetregierung schließt Frieden mit Deutschland. Doch Ruhe kehrt nicht ein.
Banden machen die Gegend unsicher. 23. April 1918. Die Wälder dienen noch immer als Schlupfwinkel. Einem jungen Russen aus dem Nachbardorf musste ein zerschmettertes Bein abgenommen werden. Lichtblick ist die Erinnerung an den Fronturlaub. Heinrich hat Helene einen Heiratsantrag gemacht. Die gemeinsame Zukunft liegt wie ein Nebelland vor uns. Sinn der Ringe ist mehr das Zeichen der Verbundenheit. Für den Fall, dass ihm oder mir doch noch der Sensemann winkt. 4 Jahre lang ist das Tagebuch Helenes Weggefährte. Wenn ich mehr geschrieben als geruht habe, so soll der Zweck sein, dass meine Kinder und Enkel in kommenden Zeiten aufgerüttelt werden. 1934 veröffentlicht Helene ihr Tagebuch. Sie nennt es so, wie Schwester Ida sie einst nannte. Kamerad Schwester. ...1939 gibt es wieder Krieg. Helene ist wieder im Einsatz. Ihr Sohn fällt im Kampf. Ihm kann sie nicht helfen. Helene stirbt 1987. Mit 91 Jahren.